So, ihr Lieben, wir haben Urlaub und die Chefin ist krank. Hat sich eine schöne Erkältung eingefallen. Natürlich von mir. Mit aller Wahrscheinlichkeit. Wir werden dann nochmal einen DNA-Test machen lassen, um das zu verifizieren. Aber die Möglichkeit besteht natürlich, da ich ja mit einer Resterkältung nach Hause gekommen bin. Mann hat heute unterm Dach geschlafen, im Hubbett, damit ich hier schön mich austoben kann mit Husten. Und obwohl ich habe gar keinen richtigen Husten. Es ist mehr, weiß auch nicht, irgendwie Fieber und alles Scheiß drückt zusammen, ey. Dann wollen wir mal gucken, wie es heute weitergeht. Ich hoffe, mir geht es nachher ein bisschen besser als gestern. Gestern war es echt, also gestern ging gar nichts mehr. Ja, das Wetter ist immer noch beschissen, es regnet immer noch. Ja, draußen regnet. Muss mal gucken, wie weit wir jetzt heute kommen oder weiterfahren. Wir sind jetzt auf der Insel Kirk. Ja, gucken wir mal. Jetzt machen wir erst noch Frühstück, weil Frauchen hat Hunger und muss Medikamente einnehmen. So, da sitzt er, der Gute. Da wurde heute geschlafen. Die feinste Nachtwäsche an. Frauchen hat alles eingepackt. Schöne Schlafanzüge. Ja. Aber nein, wir tragen lieber Feinripp. Genau. So, raus jetzt da oben aus der Kuh. Los, Hunger. Da geht's dir ja wieder gut. Frühstück. Ja, wir stehen jetzt hier auf so einem Stellplatz. Da steht unser Piccolino. Und zwar hat den Michael gestern ausgekundschaftet über Park for Night. Und hier haben wir auch ganz gut gestanden. Wir waren erst oben noch auf so einem anderen Stellplatz. Der war auch nicht schlecht, so auf einer Anhöhe. Aber Michael wollte hier runter zum Hafen. Und haben sehr ruhig geschlafen. Also das war okay. Ja, und jetzt zeige ich euch noch mal so ein paar Bildchen hier von dem Stellplatz. Das ist der Hafen, wie gesagt. So, und jetzt laufen wir mal darüber. Da habe ich nämlich so eine alte Taverne gerade gesehen, die, oder wie auch immer man das hier bezeichnet in Kroatien, die schon lange zu haben muss. Ja, hier gibt es wohl in Saisonzeit so ein kleines Fischhaus. Das kennen wir auch gut von Spanien. Wir sind da immer sehr gerne essen gegangen, in so kleinen Fischhäusern. Das fanden wir mal total lecker. Ja, und das ist jetzt hier so ein Strandstück. Eine Bucht hier, schön. Ja, leider verregnet. Wir wären ja auch auf Insel Kirk geblieben, aber da melden sie heute und morgen noch nicht so gutes Wetter. Das war dann mal wohl wahrscheinlich hier draußen wie so eine Art, naja, Biergarten oder wie nennt man das, wo man schön draußen sitzen konnte. Ja. Das ist noch aus alten Zeiten. Lecker Frühstück. Alles schon fertig. Fast. Der Mann hat Frühstück gemacht. Der Mann. Und die kranke Frau hat Hunger. Genau, der Mann im Feinripp. Es hat lange nicht geregnet. Also, wir fahren jetzt Richtung Süden von Kroatien, der Sonne entgegen und fangen praktisch an, am Anfang schon gleich im Süden zu fahren und dann uns langsam hochzuarbeiten. So haben wir jetzt entschieden. Jetzt fahren wir hier die Küstenstraße entlang und schauen mal, wie weit wir heute kommen.
liebe Videofreunde, wir sind jetzt heute ein ganzes Stück gefahren, haben also Kilometer gemacht, haben dann irgendwann die Küstenstraße wieder verlassen und sind auf die Autobahn gefahren, weil das Wetter doch war nicht gut. Also es hat doch stark geregnet. Und dann haben wir uns entschlossen, wenn es sowieso noch heute ein Regentag ist, dass wir dann noch ein paar Kilometer machen und sind jetzt in Ploče und fahren jetzt mit der Fähre rüber auf eine Insel. Ich weiß noch nicht mal genau, wie sie heißt, aber da haben wir einen Tipp von dem Ulrich bekommen. Ich glaube Bolduan, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, auf jeden Fall vom Ulrich. Und der hat uns geschrieben, dass dort eines seiner Lieblingsplätze ist, das Camp Lavanda. Ich glaube, Lavanda heißt es. Ich reiche das alles noch mal richtig nach. Auf jeden Fall fahren wir da jetzt hin und wollen mal uns diesen schönen Platz, den er uns empfohlen hat, anschauen.